Guten Morgen und willkommen zurück zu Tschernobylit hier bei der Pummelrunde an Tag 19. Ja, Hallöchen und Böchen, na? Keiner will mit uns sprechen. Ah, hi! Ja. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. Йоу! Окей. So. Das mache ich mir. So, Medikamentenabwurf. Das macht der Tarakan. Lebensmittelabwurf. Das macht der Mikael. Und dann haben wir hier nochmal... Naja, machen wir das so. Vorrat, Essen. So. Joa. Mission starten. Ja, und ich würde sagen, nach der Mission lösen wir unseren Körper mal in... никак не может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Joa. Dann nach der Mission lösen wir uns mal in Wohlgefallen auf und hoffen, dass wir damit dann diese Spielmechanik, die wir bisher nicht so richtig verstanden haben, hoffentlich verstehen werden. Und dann ändern wir mal ein, zwei Sachen. So, Kopatschki. Wir haben... Boah, ich würde mal sagen, das ist sehr geradlinig. Haben wir hier irgendwas, was wir bauen können? Ja, sollten wir vielleicht auch. Sollten wir vielleicht auch bauen. Ah, keine Pilze, wer hätte das gedacht? So, Tschernobylit-Sturm. So, wir gucken mal. Das Gute ist ja jetzt... Oh, Moment, wer ist denn das? Ist das Yevgeni oder ist das das O? Yevgeni, ja, ja. Und die Pravda. So, oh. Das ist ein schwerer. Puh. Нар, я бота. Несчастный Владимир не знает веселья.
Okay. Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Boah, meine Güte. So. So. Und die haben so viel schönes Zeug dabei. So, genau. Da muss ich nochmal einmal... Chemikalien. Ja. Also da muss ich jetzt sagen, da war ich jetzt aber sehr, sehr... Das lief ja Bombe. Spitze, um genau zu sein. Also... Was? Muss ich da irgendwie hoch? Oh. Ja, irgendwie muss ich da hoch. Okay, da haben wir auch im Keller noch irgendwas. Оливер, я на крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. Ja. Das wird sicherlich ein Spaß. Oh, Moment. Wahrscheinlich kommen wir da jetzt hin, oder? Ach, das ist wieder das da. Ja, ach. Das war wieder der Text über die Experimente, wo sie irgendwie... Also ich habe es mir jetzt nicht auf die Schnelle, nicht, dass ich so schnell lesen könnte. Meine Frau sagt zwar immer, von ihr kommt immer gerne so der Kommentar so, wie schnell kannst du denn bitte schön lesen? Und ich da so, ja... Kann auch oftmals sehr schnell lesen, aber ist halt, ja. Ich weiß gar nicht, ob, warum. Ich habe nur eine sehr schnelle Auffassungsgabe, was Buchstaben, Reihen und Kombinationen betrifft. Ach, toll. Muss ich jetzt wieder hier rum. Das, ach, das ist da, wo das Häuschen ist, ne? Der Regenbogen ist gelandet. Ach ja, das Häuschen.
Wo wir unseren ersten Grünling. Erwischt haben. Grünling. Ich nenne die jetzt einfach Grünlinge. Boah. Kannst mich noch nicht so erschrecken, du komische Figur. Und dieses Mal war ja gar nichts Besonderes, ne? Oh, oh. Okay. Jetzt geht's nah an den Kragen. Okay. Okay, ich würde sagen, da hinten sind auf jeden Fall welche. Da ist einer. Wenn er nach da geht, hinter dem Zelt. Okay. Sofern ihm dann keiner hinterherläuft. Ja, ne? So ein bisschen abwarten und Tee trinken. Und der hier läuft außen am Zelt entlang. Okay. Und da kommt geht kein anderer hin. Dementsprechend müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten, ne? Und den müssen wir dann hinter dem Zelt erwischen. Okay. Okay, wir gucken mal. F verwenden. Oh, 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 oh. Das ist ein schwerer, der geht nicht. Warum geht das nicht? Du gehst doch jetzt sicherlich in die Richtung. Bitte sag mir, dass das geht. Ja. So. Оливер, вижу ящики. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто.
Ну ты давай не жадничай. Помни, не высовываться. Да не слушай ты этого солдафона! Нахрена осторожничать? Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим. Я все же рискну. Не так часто выпадает возможность по-настоящему им навредить. Ja, ne? Ja. Lösen wir uns jetzt in Wohlgefallen auf? Also ich hatte mir irgendwo notiert, was ich ändern möchte. Ich wollte die Daten vernichten, die Dokumente verbringen und Olgas Mann wiederbeleben. Я думал, мы договорились. Зачем так рисковать? Слушай, я ценю твои советы и помощь, но не надо говорить со мной как с ребенком. Я сам могу принимать решения. Ясно как день, что ты плевать хотел на мои советы. Ну, поступай, как знаешь. Посмотрим, как долго ты протянешь, если будешь вести себя как герой дешевого боевика. А теперь я, с твоего позволения, пойду и послушаю их переговоры. Заодно узнаю, насколько сильно ты накосячил. So. Zur Essensverteilung. Ja. So. Da brennt es. Achso. So. Warum mögen die mich alle nicht mehr? So. Puh. Selbstzerstörung. Das hört sich irgendwie furchtbar an. Ja. Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги. Умереть. Ja, ja, das haben wir, das... Игорь. Ja. So. Gut. Okay, was ist das? Таракан попросил тебя сжечь его архив. Вместо этого ты решил поискать в нем сведения обо мне.
Verändere deine Erinnerung. Genau, ich wollte die Dokumente. Настанет время, и тебе откроется правда. Но сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Я ищу свою... Много лет? Точно не знаю. Но она... Тихо! Мышон не ожидал, что там... Если Нар обнаружит эти бумаги, сожги это место! Нам нельзя рисковать! Drei Tschernobylit-Kristalle? Ja, okay. Das wird Saschko gefallen. Okay. Okay. Oh. Okay, deine Erinnerungen wurden an meinen aktuellen Fortschritt ergänzt. Sie haben sich verändert und du musst sie erneut durchleben. Was ist das? Nee. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь бойцы Нар легко смогут попасть сюда. Ты не стал снова активировать их, поскольку беспокоился, что на них могут случайно наткнуться обычные люди. So. В убежище таракана ты столкнулся с выбором: сохранить данные с его старого компьютера или сжечь все, чтобы до информации не добралась Нар. Ты решил не рисковать и уничтожил данные. Beeinflusst durch Treffen mit Tarakan die Fährte und die letzte Prüfung. Давай передвинем шахматные фигуры на доске пространства и времени, Игорь. Еще кое-что. Мой компьютер. У меня там 10 гигабайт информации о Чернобылите. Отлично. Умеешь, Норта, только это за... Да на это часы. Я-я-я. Прости, ладно. Okay. Das Data deleted. Das habe ich ja gemacht. Was wollte ich noch? Suchen. Hä, nee. Wo ist denn diese... Wo ist denn diese Geschichte mit dem Mann? Оливер попросил тебя действовать незаметно и украсть немного боеприпасов из поставки Нар. А. Ты послушался его. Ты подорвал всю поставку. Okay. Was ich suche, ist Olgas Mann. Георгий сказал тебе, где найти план станции, но в Нар узнали об этом и устроили засаду. Ты решил дать им бой. So. Михаил попросил тебя спасти его раненого партнера. И у тебя все получилось. Он жив. So. Выпрыгнув из окна, ты прошел проверку Сашко. Он впечатлен, и ты смог позвать его в команду. Он согласился. So, das hier. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Bitte lass mich genügend haben. И забрал все себе.
Давай изменим хронологию, Игорь. Эй! Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подни... Что? Не буду. Ну ладно, эти... И что? Ну, само собой. Любовь? Ага. Ты в зоне. Откуда ты? Мне ну... Кто это? Прости. Кто и... Ситуация сложная. Я-я. Lass ihn gehen. Так ja. Выходит. Ага, да. Тип... Das wird Oliver nicht gefallen, ja, ich weiß. Was? Ты встретил Костю. Его схватили и держали в заложниках солдаты НАР. Костя потребовал немедленно его выпустить, но ты сомневался, хотел обдумать это решение. Ты оставил его в камере. Was? Möchte dieses Ereignis aus der neuen Realität löschen? Не волнуйся об этом сейчас, Игорь. Просто будь готов, потому что это все еще... Окей. Тебе удалось вернуть припасы, но ты сомневался, говорит ли Ольге про Костю. Может, надо было при... Выпади шанс. Поступил бы ты иначе? Eine neue Zeitlinie entscheiden. Ich werde den Ausgang dieses Ereignisses in einer neuen Zeitlinie entscheiden. Was? Тебе удалось вернуть припас. Ты решил сказать. Hä? Ты встретил Костю. Ты оставил. Vergiss die Erinnerung. Не волнуйся об этом сейчас. So. Тебе удалось вернуть припас. Выпади шанс. Okay, wenn sie rot sind, ändern sie sich. Ты встретил Костю. Ты оставил. Vergiss die Erinnerung. Okay. Gut. Und dann lassen wir das jetzt einfach so geschehen, ne? So. Rot sehe ich jetzt nicht mehr. Okay. Puh. Was ist das? Ach so. Wow. Toll. Toll, ich muss... Ja. Okay. Das ist also jetzt noch nicht passiert. Yeah. Das heißt, Olga wird mich jetzt wahrscheinlich das nächste Mal anrufen und dann können wir Sachen richtig stellen. Ja. Puh. Ist Sashko jetzt eigentlich wieder bei uns? Hallo? Здравствуй, мышонок. Готов? Sashko ist wieder da. Какой у нас план, Хименюк? Ja. Ah, das ist ja cool. Das heißt, wir haben jetzt praktisch gesehen ein, ja, wir haben jetzt eigentlich in der nächsten Mission einfach nur rumlaufen und Sachen sammeln, ne? Ja. Das ist ja gut. Medikamentenentwurf in Carpaccio. Lalalala. Hier. Das da. Tarakan. Roter Wald.
Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal einfach einen Tagesausflug. Nachdem wir gestorben sind und okay, also ich habe dieses System jetzt verstanden. Wir können jetzt dieses Ding da benutzen. Uns damit in Wohlgefallen auflösen, verändern die Realität und dann... Also ich habe jetzt das aus meinem Kopf gelöscht. Also aus der Realität. Ich habe ihn gehen lassen. So. So, und... Und jetzt entsprechend machen wir jetzt gerade einfach nur so... holen wir uns jetzt nette... ein paar... Na. Da gibt es einen Abwurf und wir können uns jetzt die Sachen holen. Gut. Also. Das muss ich sagen, finde ich gut. Aber... Boah, das kostet halt jedes Mal so richtig kräftig. Wow. Okay, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ja, können wir irgendwie eins von diesen Dingern bauen? Oh ja. Ich denke, es ist auch notwendig. Wir bauen einmal das. Dann bauen wir nochmal das. Und dann hoffen wir, dass wir nochmal irgendwo jetzt Pilze finden. Ja gut, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, wenn es wieder heißt Tschernobylit hier bei der Pummelrunde mit mir, dem Hisho. Bis dann. Tschö, tschö.